Jo, hallo, willkommen zurück zu Far Cry 3. So, hier direkt neben der Karre steigt direkt um ein, denn ich habe eine lange Reise vor mir jetzt. Und ich sage euch mal eben, wie ich es machen werde. Oder wie ich es versuchen werde zu machen. Also das werde ich mir erstmal auslassen, weil das ein zu weiter Weg nach oben ist und dann wieder hier runter. Ich wollte hauptsächlich hier in die Richtung gehen, das einnehmen, dann hier das. Dann versuchen mal das zu machen, dann hier rüber zu gehen und dann ja halt im Grunde so. Und dann sind wir hier bei den zwei Missionen. Willis und Monkey See, Monkey Boom. Würde ich mal sagen, fahren wir los, obwohl erstmal gucken, wie ich die Route, also wie ich am besten fahre. Sonst fahre ich wieder ins Nichts und ist nicht so toll. Versuchen wir erstmal dahin zu kommen. Denn ohne Map oder sonstigen Bereich, den ich sehen kann, das einzunehmen, ist ein bisschen schwierig. So, muss ich mal schauen. Oh. Okay, die Karatmucke. Okay, ich glaube, ich fahre jetzt schon falsch. Oh, da muss ich ganz oft auf die Map gucken. Ich sehe es schon kommen. Okay. Ja, er muss wieder auf die Map gucken. Oh Mann, ey. Okay, jetzt dürfte ich eventuell den Weg schaffen. Hä? Oh, das war doch die falsche Kurve. Ja, es dauert vielleicht ein paar Stunden, bis ich ankomme. Eventuell. Mein Orientierungssinn ist ja das Beste, der Beste. Hast du hier sowas wie GPS? Gibt also kein GPS. Ich ein bisschen schade. Okay, so kann man die Gegend besser erkunden, finde ich. Weil so verfährt man sich öfter, prägt sich die Straße mehr ein. Halt schon was. Ah, sieht das, der Dschungel nicht schön aus? Sieht das nicht wundervoll aus? Oh mein Gott, was ist das? Was ist das für Menschen? So. Ich dachte, das wären böse Männer, die vor allem mich aus dem Auto zerren wollten. Hab ich schon Angst gemacht. Was ist das? Keine Brücke. Toll. Warum muss hier jetzt keine Brücke sein? Wow. Ist das das Lager? Warte, das sieht voll nach dem Lager aus. Jedenfalls komme ich, glaube ich, nicht rüber, ohne zu schwimmen. Öde. Da kann ich ja mal eben hier das Artefakt holen. Wo ist es? Ah, da. Relikt. Oh, 5 von noch 200, 120. Ah, puh, ist das noch weit? Ach, okay, gut, da ist ein Auto. Oh Gott, ich bin erleichtert, da ist ein Auto. Es ist da. So ein Lappenviech. Lappenviech kaputt. Oh ja, auch toll. Wo ist eine Straße, da hinzukommen? Offenbar da. Ja, ich nehme mal die Abkürzung. Hä? Was? Was ist denn wieder? Was ist jetzt passiert? Sei nicht, ich hänge wieder irgendwo fest. Ah, ne. Ich hänge auf diesen. Ah! Ah, sind die schon. Ja, dann mache ich meinen Rest des Weges zu Fuß. Wieder total umständlich. Was ist los hier? Willst du was von mir? Ich nicht. Folgen die Kackviecher mir noch? Ja. Dann kann ich sie ja mit den Kacklappen unten konfrontieren.
Mehr oder weniger. Naja, eher weniger. So, wie komme ich hier hoch? Wo ist der Delfin? Oh, scheiße, Mann. Ist er noch weit weg? Nein, da laufen noch mehr von denen rum. Oh, da ist ein Auto, da ist ein Auto. Scheiße, das ist ein. Okay, au. Ah, ne, ist ab. Achso, okay, die werden von dem Zack. So, da haben die Viecher gute Arbeit geleistet. Sie haben sie abgelenkt. Das war alles Teil meines Plans. Ich bin so gerissen gegangen, dass die Viecher abgelenkt wurden von diesen lecker riechenden Gegnern. Und dann konnte ich mir das Auto schnappen, den töten. Den anderen in Ruhe lassen, weil er heute Glück hat. Hier noch an mehr Affen vorbeifahren, weil ich nicht weiß, was sie da machen. Und dann verwirrt in der Gegend rumfahren, weil ich keinen Weg finde, darüber zu kommen. Beziehungsweise Lex haben, weil ich auf einmal wieder Lex habe. Alles Teil meines Plans. Ich kann sagen, was ihr wollt. Alles geplant. So, jetzt bin ich dem Gerät gefährlich nah. Jetzt bin ich hier. Alles Teil meines Plans. So, Rohr 4. Und jetzt kriegen die wieder Anschuss von... Von was? Kriegen die überhaupt Anschuss? Weil ich find's gut, dass sie sterben. Okay, Hauptsache, sie sterben einfach weiter. Hm? Achso. Will er sterben? Er wollte es, ja. So. Hier rüber und... Schwung! Oh, die Dinger zu besteigen wird immer nerviger. Kann das sein? Immer mehr... Kurven immer mehr, keine Ahnung was. Da. Aber ich bin gespannt, was für eine Waffe ich jetzt bekomme. Ching, 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 ching. Oh, hat ein Überblick. Ist da unten irgendein Gegner? Blauer Pokerchip. Aber ich glaube mal nicht. Dann nehme ich mal schnell das Ding an, bevor mir noch zu schwindelig wird, meinem lieben Jason. Oh, da ist eine Mine. Oh, eine Unterwasserhöhle. Okay, unter Wasser nicht, aber eine Wasserhöhle. Nicht schlecht. Der hat sich unter einem Stein versteckt. Oh, Riss. Geht, nee, ist ein Kollege. Im Stein, Leuchtpistole, zwei neue Übergabeaufgaben. Und, jetzt muss ich nochmal schauen, wie ich weiter vorgehe. Ah, oh, scheiße, ist das ganze Gebiet hier rot. Eigentlich habe ich vor, noch das einzunehmen, weil ich will hier alles sicher haben. So, das ist in die Richtung und es gibt kein Kabel in die Richtung. Ach, voll eklig. Cool. Bisschen weiter als gedacht, aber okay. Da kann ich mit dem Jetski meinen Krallen mal eben die Höhle untersuchen. Ich untersuche ganz gerne Tiefen. Tiefen der Höhle. Toll. War nur Ruin oder so antikes Gedöns. Mehr nicht. Wie langweilig. Langweilig. Hä? Ah, da. Nimm es. So, wieder einsteigen.
Na, Lämmern einsteigen. Ah, da war noch eine andere Biege, nee, davon da kam ich ja. Okay, dann, ja, ich kann da hinschwimmen, gut. Dann schwimme ich mal dahin. Oder fahren. Nun muss ich schauen, dass mich die Gegner nicht entdecken, während ich auf die zufahre. Ja, ein bisschen blöd, obwohl scheiße, sind ja jeder, oh, ne. Guck ich mal, kann ich irgendwas machen? Das ist wieder eine Abkürzung ins Nichts. Einfach cool, solche Höhlen. Was mag ich? Hat was Mysteriöses. Cool. Man muss schon sagen, das sieht nice aus. Also nicht schlecht, nicht schlecht. Aber Problem ist. Obwohl, gar kein Problem. Ich kann hier ganz einfach hoch und dann. Die Mission mache ich jetzt nicht, weil ich eigentlich keine Lust drauf habe. Ich will meine Reise jetzt nicht 10 Jahre in die Länge ziehen. Jetzt muss ich ja schon, wie ich hier hochkomme. Oh Gott. Ich habe es mir noch ein bisschen unständlicher gemacht als gedacht. Wow, what the fuck. Cool. Ey, nimm. Genau. Eine Kiste mitnehmen. Sollen ja nicht vergammeln, die schönen Kistchen. So. Oh, fuck. RPG-Munition. Cool. Geld, Geld, Geld. Geld regiert die Welt. Was da vorne? Das war spannend hier. Wir konnten ganz weite Tiefen. Die Tiefen kosten mich ganz viel FPS. Das sieht schon geil aus hier. Hier ist das Lager. So. Ah, jetzt komme ich aus der Mine sozusagen raus. Das ist nicht schlecht. Scheiß Rebellen können die nicht schlecht. Oh, fuck it. Wow! Nein, fick dich. Okay, das Ding fickt sich selber. Okay, die werden alle auseinandergefickt. Das ist schön zu anzusehen. Ich glaube, es regelt sich von selber, mehr oder weniger. Jetzt muss ich es regeln, dass ich tot ist. What the fickin' boom? Was, kann er klettern? Chef? Hä? Ah, ich konnte hier noch hoch. Oh mein Gott. Da hätte ich mir einiges ersparen können jetzt gerade. Mehr oder weniger ein bisschen was, aber. Naja, ging ja auch so. Ah, cool. Trotzdem kein Alarm ausgelöst. Ah. Aber es ist echt geil, wenn so viele immer wieder neue Möglichkeiten, die Außenposten zu räumen. Echt cool. Zack, 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 zack. So, noch ein bisschen davon. Menschenfleisch. Was sind die Menschen nicht heute? Tut mir voll leid. So, Auto. I need Auto. Okay, dann
düsen immer zum nächsten. Ah, hier ist hier eine Mission. Am Boden festgenagelt. Oh nö, danke. Ach nö. Am 12. So heißt das. So. Warte, 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 warte. Ich bräuchte doch lieber ein bisschen Munition. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. So. Ich glaube, hier ist auch noch ein Lappy drin. Oder? Jo, ist er sogar. Ich halte doch. Ein Medipack. Munition. Munition. Nachfüllen. Und dann können wir auch wieder los. Schweine. Alle Schweine. Nur 10 Schuss und das, was ich Magazin habe. Kommt mir aber wenig vor. Oh, jetzt muss ich nochmal schauen, welche Richtung ich fahren muss. Okay, ist die richtige. Oder generell, wie ich fahren muss. Zack, zack, zack. Einfach der fetten Straße entlang. Ja, klar. Ah, schöne Nacht. Man kann die Sterne am Himmel sehen. Alles schön blau. Was sind die Sterne blau? Wollten die was von mir? Das sind unsere Kollegen. Ah, ich weiß nicht, ob ich das Ding jetzt stürmen soll oder. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich snipe einfach mal wieder den Kasten weg und dann ist alles kein Problem mehr. Der steht da vor. Da weg. Okay, hab's erwischt, endlich. Ich dachte, ich müsste das weiter höher ziehen wegen dem Gefälle Dingens, dass es auf Distanz runterfliegt. Ja. Das will ich in der Tat. Ey, du kötender Köter. Ficken. Oh Gott, wie viele Köter haben die denn? Oh ne. Das sind das komplette Lager von Hunden bewachen oder was ist mit denen los? Oh ja, das waren so ziemlich nur Hunde. Auch interessant. Komplett nur von Hunden bewacht. So, das nachgeladen, das müssen wir noch nachladen. Oh, Munition. Aber nur Explosiv. Munition, mehr Explosiv Munition. Da. Da ist noch bestimmt ein Laptop drin. Medipack bin ich voll. Dann die Munition einpacken. Kaufen die. Achso, schon. Der wie kann das denn voll sein? Ich habe doch Schüsse verballert mit dem Sniper. Aber erstmal heilen. Ah, oh, geil. Okay, gut. Nächster Stopp. Oh. Weiß nicht. Gleiter. Gleiter. Okay, Gleiter. Ich bin Gleiter geil. Renn ich auch richtig da hoch? Ja. So, dann gucke ich mal, wo ich dann mit dem Gleiter was zu fliegen, was zu fahren finde. Lässt sich bestimmt ausfinden. Dann ist ein Flugzeug. Ah, leider abgestürzt. Leider, leider. Bunker, das Bunker-ähnlich ist da noch drauf. Okay.